Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engländer zu einem neuen Part Minecraft Story Mode Season 2 Staffel 2 mit dem Zwergenfürst. Wir spielen heute Folge 4, wir starten heute in die Folge 4 unter dem Grundgestein. Gekauft und installiert ist es. Unsere Helden treten eine Reise in einen lange vergessenen und von ein langes vergessenes Land an, in dem nichts so ist, wie es scheint, und in dem hinter jeder Ecke Gefahren lauern. Werden Jessys neue Bündnisse und Freundschaften den Prüfungen standhalten, die auf sie warten? Ja, finden wir es heraus in Folge 4. Starten wir. Zuletzt bei Minecraft Story Mode. Der Admin, ein Bösewicht, der sich im Nu in alles und jeden verwandeln kann. Wie tritt man einem Gegner entgegen, der nie so ist, wie er scheint? Weigerst du dich, deine wahre Identität zu verbergen? Auch wenn es eine bessere Idee wäre, unbemerkt zu bleiben? Nicht jeder ist in der Lage, sich einem Blender direkt zu stellen. Einige schließen sich ihm an. Andere geben vor, sie wären mutig, selbst wenn sie völlig verängstigt sind. In jedem Fall verändert dich die Begegnung mit so etwas Bösem. Ja, es kann dich zu einem Helden machen. Oder irgendwas anderes. Wenn du etwas daraus lernen kannst, dann dies. Sei vorsichtig, wenn du dich einem Admin näherst. Du weißt nie, was passieren könnte, wenn du dich zu weit vorwagst. Deine Entscheidungen bestimmen den Verlauf des Spiels. Die Geschichte hängt davon ab, wie du es spielst. Ja, da wären wir. Ich war gerade schon in der Anmoderation ein bisschen angepisst. Ja, meine Kamera hat ein bisschen verrückt gespielt. Sind alle da? Ja, das war der dritte Take. Die Anmoderation zum dritten Mal versucht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die Aufnahme startet. Die funktioniert stets zwar so da, aber ja. Hör auf! Du verletzt ihre Gefühle! Sie versteht doch sowieso. Ja. Sie wird ja sünstlicherweise. Gib Luna eine Chance. Sie kann uns eine große Hilfe sein, wenn du sie lässt. Darum ist auch ganz gut. Er kommt alleine klar. Ach ja, das war in der letzten Episode, wo wir uns versehentlich für Luna entschieden haben, statt für Norm. Wow. Du hast recht. Da unten gibt es eine ganze Welt. Die erste Welt. Erschaffen von uns. Romeo, Fred und mir. Ich habe sie seit meiner Gefangenschaft nicht mehr gesehen. Das war, bevor er alles mit Grundgestein überzog. Du hast das gemacht? Ach, nicht diesen Schatten. Die Aussicht von hier oben. Es muss schlimm sein, deine Welt so zu sehen. Wie lange warst du genau weg? Um was geschaffen hat und dann wer anders da einen Deckel drauf macht. Hat sich weitergedreht. Und sie hätte sich noch weitergedreht, wenn du da hinten gemacht hättest, was du vorhattest. Ich wusste, was Romeo plante, aber dennoch, die Welt so zu sehen. Romeo? Der Admin. Oh! Es ist schlimmer, als ich es mir vorgestellt hatte. Ja, das ist natürlich so, wenn man als Creator, als Gestalter in der Welt dabei zugesehen. Auf das vernichtete Werk. Wir haben uns geweigert, uns ihm anzuschließen. Und es war. Er muss gestoppt werden. Er muss gestoppt werden. Deswegen sind wir hier. Stoppt den Admin. Stoppt den Admin.
mich, ob er jemals ein Herz hatte. Sarah wird das nicht vergessen. Ob er einfach ein Monster war, das vorgab, mitzuspielen. Na dann. Zu Freds Feste geht es die Welt darum, unterm Grundgestein. Romeo besiegen? Die Waffe ist hier. Ja, besiegen wir Romeo. Riesen-Enderman. Das ist der größte Enderman, den ich je gesehen habe. Romeo wusste nie, wann er aufhören muss. Er mochte es, an den Grundfesten der Welt herumzuspielen. Manche Menschen wissen auch wirklich nicht, wann sie aufzuhören haben. Manche kriegen es nie genug. Das wäre nicht lustig. Dann wäre es ja nicht. Dann wäre es ja nicht spannend. Zeit zu gehen, Leute. Oh ja. Der ist wirklich gigantisch. Nicht ihn anschauen. Raider. Wieso schaust du dann einen Enderman an? Tut mir leid, Jesse. Ich weiß nicht, was passiert ist. Wusstest du das nicht, oder? Ja, weil kennt er die Spielregeln von Minecraft nicht, die Grundspielregeln. Enderman nicht angucken. Einfach weitergehen. Einfach ignorieren. Ja, auch ein weiteres Ding von Enderman. Und ich bin wahrscheinlich tot. Jo. Bin ich tief gefallen. Ja. Und da rettet Luna mich. Ja, hilft mir auf. Retten hat sie mich nicht können. Spring! B! Hat doch gedrückt. Was denn? Ich drück doch B. Oh, dass die B-Taste nicht da, wo ich so denke. Eigentlich schon. B. Ups, ja, geht doch. Bitte. Y. So. Einmal hinunterspringen. A. So. Geht doch. Kommt man richtig unten an. Um dabei zu verrecken. Meine Stadt ist nicht weit von hier entfernt. Ich gehe voraus. Freds Feste liegt direkt auf der anderen Seite. Dann haben wir etwas Schutz vor diesem Ding. Ja. Grundsätzlich erstmal nicht schlecht. Jesse, wir müssen los. Ja, da war was. Das habe ich auch gesehen. Telltale Games. Telltale Games präsentiert. In Zusammenarbeit mit Mojang. Die Minecraft Story Mode Season 2. Ein Telltale-Geschichte von Marif und Matt. Und sie hat die Regie geleitet gehabt. Und er wird sich lang geschlichen. Und Mark, der war der Künstler von irgendwas. Julia war die Umgestaltungsdame. Und kam auch umgerannt von Raider. Taylor hat die Animation gemacht. Die Choreografie von Kale und Daniel. Ja, ein kleiner Comedy-Sketch, eine kleine Einlage. Wendy hat die Programmierung gemacht. Eine Dill an Timo und Wallace haben die Musik komponiert. Ja. Und damit nochmal offiziell willkommen zu Minecraft Story Mode Season 2 mit dem Zwergenfürst. Episode 4 von 5. Oder so. Unsere Verteidigung ist beeindruckend. Hochmoderne Maschinen, automatisierte Landwirtschaft. Die Oase ist eine völlig autarke Stadt. Ist es unsere Heimat?
So. Die Oase. Sieht aber wenig oasig aus. Was ist mit ihr geschehen? Ja. Es sieht nett aus. Dieser Ort sieht. Er sieht nett aus. Was? Zeigst du hier deine Zähne rum? Ich weiß, wie es aussieht. Das ist einfach falsch. Warte. Das ist deine Stadt? Was hat er ihr angetan? Warte mal. Randale. Sehen, ob es noch da ist. Was ist da? Wer weiß schon, was der Admin in Beacon Town anstellt. Und sie werden wahrscheinlich ähnliches. Dann zieht er noch ein Grundgestein über das Grundgestein über die Stadt. Geht es dir gut? Grundgestein. Nein, dieser wandelnde Wollberg will mich nicht in Ruhe lassen. Überall die eklige Spucke und so nichts zu gebrauchen. Keine nützlichen Eigenschaften. Kann keine Karten machen. Ach Mann, du vermisst doch nur. Das Problem Luna ist, Jack. Was? Meinst du nicht, du bist nur so, weil du Nürnberg vermisst? Ja. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Ja, ich vermisse doch Nürnberg auch. Ich hätte ja Nürnberg lieber mitgenommen. Wir bringen Nürnberg zurück, Jack. Ja. Ich weiß nur noch nicht wie, aber wir werden ihn nicht vergessen. Ich hab mich leider verklickt. Sowas passiert halt in diesem Spiel, wenn man sich tragischerweise mal verklickt bei wichtigen Entscheidungen. Jahre! Nur zu Hause findet man Erholung. Erst dort werde ich mich ausruhen, habe ich mir gesagt. Sarah? Die hat eine kleine Identitätskrise. Verständlich. Mein Bett! Es ist weg! Sie rastet wegen eines Bettes aus? Im Ernst? Könnte sie noch melodramatischer sein? Wow. Schon, Leute, seid nett. Ja. Ich bin so nett, wie ich es nur sein kann. Nein, du hast recht. Tut mir leid, Jesse. Ich wollte einfach. Ja, sie hat irgendwie ihr Zuhause ich dachte, verloren. Wenn ich da diese eine Sache finden kann, kann man schon mal ausdenken. Eine letzte, unversehrte Sache. Es gibt keine Hoffnung mehr für diesen Ort. Ach, sag doch sowas nicht. Ich werde es. Ist doch Schwachsinn. Dafür hat er gesorgt. Damit kommt er nicht durch. Wir werden bezahlen. Er wird bezahlen dafür. Wir werden ihn richten. Dein Bett. Du glaubst das wirklich, nicht wahr? Klar. Wir stoppen ihn. Wir besiegen ihn am Ende. Aber wie ich gehört habe, wird es ein schwerer Kampf, aber wir kriegen das schon hin. Wir haben den Minecraft-Streamout bisher gut überlebt. Das kriegen wir hin. Wir kriegen auch. Wir haben den Würder gestoppt. Sarah, was machst du da drüben bei diesem. In der ersten Season. Da kriegen wir den jetzt auch noch besiegt, was? Den Gegner. Ein Portal. Es ist kaputt, so wie alles andere. Okay. Und das Portal? Das führt wohin? Wo genau? Lass mich einfach hier. Geh. Ihr verliert die Hoffnung nicht. Auf, okay? Wir können es immer noch schaffen, wenn du uns hilfst. Ja. Das bezweifle ich. Was ist mit dem Portal? Wohin führt es überhaupt? Offensichtlich nirgendwo hin. Es ist kaputt. Aber wohin würde es führen, wenn es funktionieren gebaut, würde? Zu besuchen. Mein Lieber. Wenn man hineingetreten ist, wurde man zum Besitzer des Portals teleportiert. Das war übrigens meine Idee. Aber Romeo hat die Lorbeeren dafür eingeheimst. Fred wollte die Birke. Er liebte Birken. Also weißt du, wie man es wieder in Ordnung macht und so hoch zum Admin kommt? Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Wir hatten doch mal, zumindest in Season 1, komm schon, Xara, diesen, wenn du es einmal gebaut dieses Steinchen, dieses Feuersteinchen, wo man durch Portale kommt. Haben wir das nicht immer noch? Jetzt wahrscheinlich auch die letzte Erfinderin. Umso besser? Ja. Hat ein Positives, es gibt kein Besseres. Wie kannst du weitermachen? Ja. Sieh doch nur mal, wo du bist. Aber du kämpfst dennoch. Ich habe es satt, dass der Admin tut, was er will. Mein Gesicht zu stehlen. Ich will mein Leben zurück. Meine Freunde, ich will mein Leben zurück. Und nur Freds Waffe kann mir dabei helfen. Wir holen uns Beacon Town zurück. Na gut.
Ohne einen persönlichen Gegenstand funktioniert es nicht. Etwas mit einer starken Bindung zu Romeo. Obwohl ein Gegenstand, der an der Oberfläche hergestellt wurde, zur Not auch funktionieren könnte. Ich kümmere mich darum, einen Gegenstand also für das Portal zu finden. Also wenn es ein Gegenstand... Wenn es ein Gegenstand in Verbindung zu der Stella ist, dann hätten wir ein Luna, was so war. Das hat er mir gesagt. Jesse? Spinnen. Monster. Oha. Action. Action, Schmeckchen. Auf geht's. Okay, hier wird angegriffen. Von allen Seiten. Na komm. Zack, 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 zack. Die Spinnen. Mach sie alle. Lass dich nicht von ihnen alle machen. Na komm, na komm, na komm. Was ist denn hier? Was ist denn mal los hier? Na komm. Du wirst doch wohl noch ein paar Spinnen angreifen können. Ja. Xara sagte, wir sollten den Gleisen bis zum Felsfeste folgen. Dort werden wir die Waffe finden. Irgendwie nutzlos, solange wir keinen Weg hier rausfinden. Wir können ja nicht zurück und durchs Gefängnis gehen. Xara regelt das. Großartig. Aha, sie regelt das. Genau das haben wir hier gebraucht. Lauf schon mal vor. Hier sind einige Monster. Puh. Zack. Ich hab doch. Verdammt. Die Steuerung ist schuld. Den Gleisen bis zu Freds Feste folgen. Dort werden wir die Waffe finden. Irgendwie nutzlos, solange wir keinen Weg hier rausfinden. Wir können ja nicht zurück und durchs Gefängnis gehen. Xara regelt das. Großartig. Genau das haben wir hier gebraucht. Lauf schon mal vor. Na dann, na komm. Diesmal aber wirklich so. Zack. Die Creeper weghauen. Haben wir ein bisschen Schießpulver. Ja. Das war knapp. Freds Feste, wir kommen. Jupp. Rein da. Und los. Jesse? Ja. Oh nein. Ducken. Nicht den Riesen angucken. Riesen Enderman. Oh, er wurde angeguckt. Joa. Eine Lorenfahrt. Mal wieder. Ja, solange er nicht den Schienen wegnimmt, die Gleise. Jo, ich hab's mal wieder überlebt. Ja. Jack, was denn? Nein. Na. Du steckst ganz schön in der Tinte, was? Ein Schwein? Ja, einer mit einer Schweinemaske. Hi, ich bin Jesse. Hi, und das ist Jack. Echt jetzt? Wieso stellst du uns ausgerechnet jetzt vor? Warum nicht? Okay. Wer ist hier? Seit die Dunkelheit hereinbrach, ziehen wir plündernd über das Land. Ja. Ein paar verrückte Typen. Was machst du so tief hier unten, du Wicht? Verirrt? Wir sind nur auf der Durchreise, ja. Ehrlich, das ist alles. Sieht aber nicht so aus, als würdet ihr im Moment viel durchreisen. Scheint eher so, als sitzt ihr fest. Ja, wir hängen hier nur ein bisschen ab. Gut. Vielleicht helfen wir euch, vielleicht geht ihr einfach und lasst euch hier verrecken. Das Erste, nehmt das Erste. Ich weiß nicht, sieht so beschwerlich aus. Ich komme runter. Das sind Arschlöcher. Ihr solltet uns helfen, weil es das Richtige ist. Ja. Wenn jemand in Schwierigkeiten steckt, dann hilft man einfach. Glaubt ihr, hier unten hat das irgendeine Bedeutung? Das Richtige und ist, was für Säcke stehen da um und lassen uns was? Hängen. Ja, vielleicht haben wir uns am Abhang hängen. Mit euch. Wir machen es so, Leute. Ihr ach, komm schon. Der sagt mir Geld oder was? Dauerhaft! Wir sind wirklich an Waffen interessiert, die ihr bei euch tragt! Krieger ohne Schwert sind an diesem Ort nichts als Raub. Ja, komm, die Waffen. Das ist ein blödes Diamantenschwert hier. Ja, komm. Nimm das Schwert. Oder ein Haufen Brei am Kopf.
dieser Schlucht. Ja, komm hier, Schwert. Nimm, hier, kriegst du. Schön, aber zieh mich erst hoch. Jack. Ach so, jetzt wurde hochgezogen. Ja, gut, jetzt kommt es. Was? Ja. Okay. Ja, unsere Schwerter. Craften wir uns ein paar neue, oder was? Wenn's das Leben wert ist. Das wäre ein hässlicher Sturz geworden. Danke. Sehr schöne Klingen. Oh, das war unhöflich. Ich heiße Kotlet. Und das ist natürlich meine heißt er Kotlet. Wir haben keine Waffen mehr. Ja, da sind wir ein bisschen schutzlos. Pass besser auf euch auf. Danke für die Hilfe. Vielen Dank für deine Hilfe. Danke für dieses Schätzchen. Ja, danke für die Hilfe und verpisst euch. Jetzt macht die Beef. Macht die Biege. Macht den Beef komplett. Ich will kein Beef mit dir, Kotlet. Hau ab. Okay, da kommen die anderen und die haben Waffen. Jack, geht es dir gut? Ging mir schon besser. Was ist los? Wo ist dein Schwert? Verschenkt. Los jetzt. Ja, verschenkt. Dämliche Plünderer, dämliche Abhänge. Das wäre nie passiert. Also schön, raus mit der Sprache. Was ist da oben passiert? Ach, wir wurden von ein paar Plünderern aufgegriffen und sie haben jetzt unsere Schwerter. Na, zumindest geht es euch gut. Ja. Ja, stimmt. Hab mich nur schon lange nicht mehr so jämmerlich gefühlt. Aber jetzt haben wir nichts mehr, um uns gegen einen Enderman zu verteidigen. Kannst du schweigen von dem riesen Enderman? Ja, du brauchst kein Schwert, du kommst auch so zurecht. Sturm von Chun aus Chun? Des Chun 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 oder was? Richtig, du brauchst kein Schwert, du bist die Waffe. Ja, die Plünderer hätten richtig Schiss bekommen, wenn sie das wüssten. Zu Tode geängstigt. Danke, Jesse. Alles klar. Oder wie Spider-Man sagte, ich glaube es ja fast selbst nicht, dass Spider-Man zitiere, wenn du nichts ohne dein Schwert bist, dann bist du das Schwert nicht wert, oder so ähnlich. So ähnlich war es in Spider-Man. Fremde! Spindelmensch. Fremde! Ja. Winter! Oh, was Spider-Man, macht da gibt es ein, zwei davon, Sie die sind ganz gut. Euch besuchen. Ja. Was Besucher halt tun? Das ist doch synonym. Das ergibt keinen Sinn. Niemand besucht uns. Wir schon. Klingt irgendwie einleuchtend. Ich habe dich noch nie gesehen. Und ich kenne jeden, ausnahmslos jeden im Drunter. Winter! Ja, wir sind auch nicht von drunter. Oder? Jemand da drin muss doch wissen, wir sind von droben. Los. Vorsicht, die könnten bewaffnet sein. Und wissen jetzt, dass wir kommen. Zurückgegeben. Die Feierlichkeiten enden wie immer mit einem Feuerwerk. Und vergesst nicht, euch für den Quizwettbewerb der feinsten Freunde Freds anzumelden. Quiz? Um eine Nacht in Freds Haus zu gewinnen. Was meint ihr, Leute? Wir können Kind doch nicht immer gewinnen lassen. Lernt! Der Wettbewerb beginnt um Fred vor Fred Uhr. Warum habe ich das gesagt? Fred vor Fred Uhr. Ist das okay. Nicht etwas übertrieben? Übertrieben? Die sind tief unter der Erde gefangen mit einem ganzen Haufen. Ja, ich liebe Trivia-Quizze. Ich liebe Trivia-Quizze. Tust du? Ja, das ist aufregend. Quiz sind lustig. Mach gerne mit. Bin Freund von Quizzes. Hab früher sogar teilweise mal selber welche erstellt. Ja. Bin auch kein schlechter Quizmaster.
Na dann. Willkommen in Frieds Feste. Mein Name ist Binter. Binter. Ah, okay. Mein Name ist scheinbar Jesse. Wir suchen nach einer Waffe, die einst Fried gehörte. Sie soll in seinem Haus versteckt sein. Könnten wir uns vielleicht umsehen? Frieds Haus ist ein Heiligtum und... Na klar, es ist ein Heiligtum. Niemand außer den Gewinnern kommt rein. Niemand. So, niemand. Ehren wir Fried. Niemand und nimmer. Nur zu besonderen Anlässen durch die Tür. Die meisten Stadtbewohner waren noch nie da drin. Du musst mir helfen. Das ist wichtig. Ich muss gar nichts für euch tun, Fremde. Die Tür bleibt versperrt, bis jemand den Wettbewerb gewonnen hat. Da hilft kein Diskutieren. Fried erschuf diesen Ort und sicherte ihn vor all den Monstern da draußen. Das ist sein Erbe, sein letzter Wille. Ich werde mein Versprechen an ihn nicht brechen. Du darfst gern dein Glück versuchen. Mal sehen, wie gut du Fried kennst. Ich kenne ihn doch gar nicht. Ich habe ihn nie getroffen. Dann fang besser mit Nachforschungen an. Viel Glück. Dieser Ort dann müssen wir wohl Nachforschungen betreiben, um das Quiz zu bestehen. Jo, halte ZR gedrückt, um schneller zu laufen. Ja, wieso schneller laufen? Darum geht's ja nicht. Wir befragen mal das Hündchen oder was? Wow, du bist echt niedlich. Hundi. Fangen, spielen, antäuschen, streicheln. Hol's dir! Na. Nix da. Und wo ist das Stückchen? Fange spielen. Na komm. Zack. Oh, braves Hündchen. Süß. Süßes Hündchen, braves Hündchen. Oh Mann, du bist echt ein Apportierkünstler. Ja. Braves. Da gibt's eine Belohnung. Einmal streicheln. So. Na komm, fang. Wo ist ihr? Zack. Trollololololol. Ja. Ja, wollen wir es nicht lange ärgern. Ja. Ja, das schaut auch nicht hin. Na komm. So. Och, süß. Ja. Mit dem Hündchenfange spielen. Hohes Stückchen. Tja, Blocko heißt das Hündchen. Braver Hund. Ja, braver Hund. Fein, fein. Fein, fein. Und jetzt sitz aus. Sitz. Ich wollte verlassen. B. Ja. Wir wollen auch noch ein bisschen was anderes machen, als mit dem Hündchen zu spielen. Ja, so schön wie es ist, müssen wir leider auch anders machen. Ein Poster. Ein Poster angucken zum Beispiel. Das ist also Fred, ja? Mhm. Blau. Ist blau. Lass mich raten. Fred hat gerne mit den Füßen gemalt. Nein, ich habe mir die Malhände verletzt, als ich in die Wildnis jenseits der Feste gegangen bin. Da lauert übles Zeug. Warum nicht? Da malt man einfach mit den Füßen. Spaziergänge sind gefährlich. Deswegen bleiben alle hier. Ich habe mir beigebracht, so zu malen, aber fürs Handwerk taugen die alten Dinger nicht. Wie wär's mit einem Tausch? Du baust mir eine Leinwand und ich sage dir die Lieblingsfarbe vom alten Fred. Ist bestimmt weißt, blau, ich habe oder? Etwas Wolle, aber nicht genügend Stöcke. Du musst noch ein paar finden, damit das klappt. Mach schnell, ich bin gerade nicht zu stoppen. Und das hier ist fast fertig. Wolle und Stöcke. Und das schnell. Alles klar. Sie haben wunderschöne Glocken. Ja, das sind die Glocken meiner Großmutter.